BVB-Abwehrboss droht längere Pause. Innenverteidiger Manuel Akanji von Borussia Dortmund hat sich offenbar schwerer verletzt als zunächst erwartet und muss länger pausieren. Manuel hat weiterhin Probleme, er fliegt auch nicht mit ins Trainingslager, denn es müssen noch abschließende Untersuchungen von Spezialisten gemacht werden, sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc der Bild-Zeitung. Der Schweizer Nationalspieler hatte sich Mitte Dezember im Bundesligaspiel in Düsseldorf verletzt. Beim 23-Jährigen wurde ein Muskelfaserriss diagnostiziert. Nun muss Akanji aufgrund von Hüftproblemen erneut pausieren und flog am Freitagmorgen nicht mit der Mannschaft nach Spanien. Rummenigge verteidigt Trainingslager. Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hat das umstrittene FCB-Trainingslager in Katar erneut verteidigt. Der FC Bayern ist eines von vielen deutschen Mittelstandsunternehmen, die mit einem Partner aus Doha kooperieren. Wie andere Fußballvereine auch, beteiligen wir uns dabei an einem Dialog in der Golfregion, sagte Rummenigge vor dem Abflug zur Münchner TZ und Abendzeitung. Die Bayern bereiten sich zum 9. Mal im Emirat auf die Rückrunde vor. Der Gastgeber der WM 2022 sieht sich wegen der Arbeitsbedingungen für Gastarbeiter auf den WM-Baustellen massiver Kritik ausgesetzt. Die Bayern flogen am Freitagmorgen mit 29 Spielern nach Doha. Bosch bei Leverkusen vorgestellt. Peter Bosch wurde offiziell als neuer Trainer der Werkself vorgestellt. Der 55-Jährige tritt die Nachfolge des kurz vor Weihnachten entlassenen Heiko Herrlich an und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2020. Ich freue mich, dass ich bei so einem tollen Verein wie Bayer Leverkusen arbeiten kann, sagte Bosch auf der Pressekonferenz. Leverkusen-Sportdirektor Simon Rolfes freut sich auf Boschs offensiven, temporeichen und begeisternden Fußball. Für den Niederländer ist es die zweite Station in der Bundesliga, nachdem er von Juli bis Dezember 2017 Borussia Dortmund trainierte.